diesen Applaus von ihrem Coach Hanno Stein haben sich die Young Rasta Dragons nach der knappen Niederlage gegen die Piraten Hamburg redlich verdient. 77:81, ein mitreißendes Spiel, vor allem zum Ende hin. Am Ende entschied auch das Glück über Sieg oder Niederlage. Es war ein rassiges, enges Spiel die ganze Zeit über. Beide Mannschaften haben mal die Führung gehabt und dann auch mal nicht. Wir haben halt leider ein paar Korbleger daneben gemacht, die wir normalerweise machen können. Wir haben nicht so das Wurfglück von außen gehabt, obwohl die Würfe, die wir genommen haben, frei waren. Ich finde trotzdem, dass wir heute, wie gesagt, verloren haben, aber trotzdem gut gespielt haben. Im ersten Hauptrundenspiel machen die U16-Basketballer tatsächlich einen guten Eindruck. David Cicic an diesem Sonntag ganz wertvoll für sein Team mit seinen ersten Punkten. Nach einem zwischenzeitlichen 0:7-Lauf liegen die Young Rasta Dragons zwar mit 10:12 zurück, doch sich davon nicht beirren lassen, behalten die Gastgeber die Ruhe, ziehen ihr Spiel durch. Hanno Stein darf sich über das Tempo seiner Mannschaft freuen und sieht, wie diese einen Vorsprung herausspielt. Mitte des zweiten Viertels führen die Young Rasta Dragons mit 8 Punkten, sind den Piraten Hamburg tatsächlich überlegen. Ich glaube einfach, dass uns ausmacht, dass wir mittlerweile einfach von Beginn an richtig fokussiert sind und dann über viel Druck in der Verteidigung Ballgewinne hatten und einfach ein gutes Tempo vorgelegt haben. Zum Ende von Halbzeit 1 sind die Gäste wieder bis auf 2 Zähler an den Young Rasta Dragons dran. CC schnippt den letzten Wurf vorm Kabinengang. Mit der Schlusssirene zum 40:35. Also ich fand ja, dass wir in der ersten Halbzeit das Spiel sehr gut kontrolliert haben, ja, über weite Strecken. Hätten wir den einen oder anderen Wurf noch getroffen, dann wäre das auch eine deutlichere Führung gewesen, die wir uns da erarbeitet haben. Verpasst es, holen die Young Rasta Dragons nach. 42 beide steht es in der 23. Minute. Dann spielen erst einmal nur noch die Gastgeber. Arik Wessners Dreier läutet einen tollen Lauf ein. Angefeuert von fast 80 Fans geht im Rastadom jetzt die Post ab. Marvin Möller mit dem artistischen Ballgewinn. Cicic behält einmal mehr die Ruhe und Möller vollstreckt. Einfach perfekt. Die Nummer 4 der Young Rasta Dragons ist sehr präsent in dieser Phase und weiß dann auch als Passgeber zu glänzen. Abnehmer Kapitän Torge Butmann. Knapp 3 Minuten vor dem Ende des dritten Viertels führen die Gastgeber mit 10, haben alles im Griff. Doch von einem Moment auf den anderen ist der Wurm drin. Komplett. Die Piraten holen auf, gleichen aus, gehen in Führung und in der 33. Minute liegen die Young Rasta Dragons nach diesem Dreier von Linus Hoffmann mit 8 Punkten zurück. Was für eine Wende. Knapp 4 Minuten vor Ende der Partie sind es sogar schon 11 Punkte Rückstand. Ein nahezu aussichtsloses Unterfangen. Doch in einer Auszeit wird das Kämpferherz der Young Rasta Dragons noch einmal zum Leben erweckt. Unter den Augen ihrer NBBL-Kollegen starten sie eine furiose Aufholjagd. Der Kapitän geht voran. Butmann mit dem Dreier ins Gesicht von Leif Möller, das erste Lebenszeichen. Dann geht's auch wieder mit Zug zum Korb. Arik Wessner setzt sich gekonnt gegen alle Piraten durch, verkürzt den Rückstand weiter. Der Glaube an einen Comeback-Sieg ist nun wieder da und wird weiter gestärkt. Dann der nächste eiskalte Auftritt vom Kapitän. 114 Sekunden vor dem Ende trifft Butmann zum 75:76 für seine Young Rasta Dragons. Doch näher kommen sie den Piraten trotz guter Chancen nicht mehr. Stattdessen sorgt Linus Hoffmann nach Offensiv-Rebound für die Vorentscheidung. Ich glaube, der Lerneffekt für uns heute sollte sein, wir können jeden schlagen, wenn wir an unserem Limit spielen. Ja. Wir haben heute leider Fritz nicht so lange dabei gehabt, weil er Foulprobleme hatte, aber trotzdem ja eine Siegchance gehabt. Ich glaube, das zeigt uns, dass wir auch in der Hauptrunde konkurrenzfähig sind und Spiele gewinnen können. Das nächste Wochenende ist spielfrei für die Young Rasta Dragons. Am Sonntag, den 3. Dezember, geht's dann wieder gegen Hamburger, gegen die Sharks. Jump in der Artland Arena in Quakenbrück ist um 11:30 Uhr.